Hey Leute, herzlich willkommen. In diesem Video geht es um 5 Dinge, die ihr beachten müsst, wenn ihr ein Musikvideo drehen wollt. Bevor es losgeht, alle Ausschnitte, die ihr gleich seht, sind in meinen letzten 4 Musikvideos entstanden. Ich habe alle 4 einfach mal unten verlinkt, sofern sie halt schon raus sind. Eins der wichtigsten Dinge, auf die ihr achten müsst, ist der Sound. Denn natürlich legt man zwar die fertige und gemasterte Audiospur am Ende unter das Video drunter, aber man muss trotzdem darauf achten, dass die Kamera den Sound, während man dreht, auch aufnimmt. Denn wenn man das Ganze nicht macht, wird man relativ schnell rausfinden, dass es das Synchronisieren um einiges schwieriger macht. Als nächsten Tipp würde ich euch empfehlen, immer eine zweite Person dabei zu haben. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr, wenn ihr schwierige Lichtverhältnisse habt, einfach mal einen Reflektor rausholen könnt und sagen könnt, halt mal kurz. Auch ist es hilfreich, einfach eine zweite Person mit einer zweiten Kamera zu haben, die einfach eine zweite Perspektive aufnimmt. Wichtig ist dann aber, dass ihr möglichst eine ähnliche Kamera verwendet. Wenn man ein Musikvideo dreht, dann will man natürlich viele unterschiedliche Locations haben und später auch auf den Beat schneiden. Wenn man das macht, muss man jedoch auch darauf achten, dass man nicht zu viele Locations hat. Denn wenn man bei jedem Schnitt eine andere Location hat, wird es verwirrend. Man kommt nicht mehr hinterher und es sieht am Ende nicht mehr ganz so schön aus. Was ich euch mehr empfehlen würde, ist eine Location so gut es geht auszunutzen. Das heißt, mehrere unterschiedliche Ecken dort verwenden oder mal eine andere Perspektive suchen. Wenn man die Möglichkeit hat, von oben zu filmen, beispielhaft mit einer Drohne, ist das natürlich schon mal Gold wert. Was ich euch noch empfehlen kann, ist einfach den Song einmal komplett durch aufzunehmen. Auch wenn ihr zwischendurch einen Patzer drin habt, irgendwas verkackt ist, die Kamera wackelt oder sonst was, lasst einfach laufen und macht weiter. Ihr habt einen Clip, den synchronisiert ihr einmal und dann könnt ihr dann beim Schnitt entscheiden, welche Szenen ihr verwenden möchtet oder eben nicht. Was die Story-Elemente angeht und wie man die gut verbauen kann, gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal entweder das komplette Video über, dass da etwas aufgebaut wird, eine komplette Story. Wie zum Beispiel 2 Personen, die ganze Zeit aufeinander zulaufen und sich am Ende des Musikvideos treffen. Und auch noch während sie das machen, kann man noch weitere Story-Elemente einbauen, wie sie zum Beispiel einen Schal fallen lassen oder Schuhe ausziehen etc. Die andere Möglichkeit, wie man Story-Elemente unterbringen kann, ist 3-4 Shots nacheinander mit einer Story zu befassen. Wie er ihr zum Beispiel etwas einschüttet, sie das dann trinkt und sie danach gemeinsam die Treppe runtergehen. Oder man passt das Ganze so weit auf die Musik an und in dem Moment, wo er zum Beispiel trinken singt, trinkt er auch. Es gibt viele Möglichkeiten, das Video interessanter zu gestalten, als einfach nur die beiden singen zu lassen. Überlegt euch also eine Story, vielleicht auch ein paar kleinere Sachen für zwischendurch und plant demnach eure Location. Wenn ihr jetzt noch weitere Tipps und Tricks rund ums Film haben wollt, also auch weg von Musikvideos und euch vor allem die Begriffe wie goldener Schnitt oder 180-Grad-Regel nichts sagen, dann klickt auf jeden Fall dieses Video an. Ansonsten findet ihr hier noch weitere Tricks und Tipps zum Schneiden eines Musikvideos. Und wenn die beiden Videos noch nicht online sind, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um die Videos eben nicht zu verpassen. Tschüss!